100 Passagiere. Oder fährt bloß 241. Das ist wahrscheinlich das Doppelstockmodell, aber vielleicht, wenn irgendwann mal zu viele sind, dann spricht ja nichts dagegen, das zu nehmen. So, was haben wir hier noch? Wenn ihr mal die N700, ja, da hat zwar nicht ganz die Höchstgeschwindigkeit. Aber ich denke mal, es ist in Ordnung. Ich muss hinter Schinkanten. Ah, nee. So, und jetzt gibt es erstmalig die Möglichkeit, beide Länder, beide Landesteile zu erreichen, ohne zu fliegen oder ein Schiff nehmen zu müssen. Ist das nicht toll? Die Bewertung ist natürlich richtig schlecht hier, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Müsste man sich eigentlich mal darum kümmern, dass die hier ein bisschen... Achso, die Brücken sind noch transparent. Mal darum kümmern, dass die sich hier mal so ein bisschen ansiedeln vielleicht. Und ihre Wohnungen da bauen. Damit es im Einzugsbereich des Bahnhofs noch mal ein bisschen ein paar Leute hinsiedeln. Ich weiß natürlich, dass es immer so ein bisschen problematisch ist mit dem ganzen Lärm von den Zügen. Die haben hier auch schon hingebaut, obwohl eigentlich der Zug fährt. Naja. Und gut, hier. Ach, jetzt kommt nochmal jemand. Na gut, jetzt natürlich durch die Shinkansen-Bahnstrecke das Wachstum von der Stadt in die Richtung wieder gehemmt, aber die müssen wahrscheinlich jetzt erstmal hier runterbauen. Wie lange der wohl unterwegs ist. Oh, Stau. Ah, Wirtschaftskrise beendet. Bloß gut. Na gut, das macht der nächste Mal dann einfach, bis der voll ist und fährt dann weiter. Das dauert wirklich ein bisschen, bis er ankommt. Naja, gut. Wie gesagt, zweigleisiger Streckenausbau von der Shinkansenbahn. So ein bisschen abhängig vom Passagieraufkommen. Oh, hier ist schon viel drin, wird sich lohnen. Aber ich will jetzt nicht die ganze Aufnahme dafür, sag ich mal, vergeuden, das zu machen. Obwohl, wo fahren die hier hin? Was ist hier der nächste Hals? Na gut, das ist auch nicht viel los. Wo ist denn der nächste Halt nach hier oben? Na gut, den Streckenabschnitt zweigleisig zu machen, das würde sich lohnen. Weil hier sind 1600 Passagiere drin. Natürlich toll, dass die jetzt halt hier hingebaut haben. Da muss ich mich leider an der Stelle schon mal für die Enteignung entschuldigen. Das wird benötigt, das Land. Dann bauen wir da doch einmal schnell zweigleisig aus und lassen dann vielleicht zwischen den zwei Orten nochmal einen Zug pendeln, der dann vielleicht auch mal Post mitnimmt. Steht dort ein Signal vor dem Tunnel überhaupt? Nö. Jetzt aber. Dann machen wir das hier wenigstens auch nochmal schnell. Der Bahnkaiser hat sein Go dafür gegeben. Achso, hier ist bloß ein Zweierabstand. Warum habe ich denn hier bloß ein Zweier gebaut?
Das entspricht doch nicht der Vorgabe. Kann sein, dass aber der Planung gepennt wurde. Hier muss natürlich auch ein Tunnel hin, damit das einheitlich ist. Länge 24, das geht gerade noch so. Länge 26, na gut, bei so einem Berg hier kann der Tunnel immer länger sein, aber wenn das dann immer so flaches ist, wie bei der Strecke vorhin, dann will ich das immer möglichst kurz halten. Da einmal planieren. Höhe 52. Na gut, bei so einer Bergkette. Achso. Hä? Das geht doch, bist du blöd? Bei so einer langen Bergkette geht das. Jetzt versuche ich irgendwie hier mich zu rechtfertigen, warum ich jetzt doch hier irgendwie so lange Tunnel baue. Hä? Ist halt so nicht. So, jetzt müssen wir gleich mal ankommen hier. Da ist schon die Fabrik. Und hier kommt die Kurve und die ersten Gebäude. Oh, jetzt habe ich ja wieder das Ding zugemacht. Rohstoffe, Fabrik schließt. So, jetzt ist hier der Abzweig, ne? Na gut, bauen wir einfach hier so rüber und fertig. Ein Bahnhof, reicht das erstmal hier? Oh, Kohlebergwerk schließt. Haben wir da eine Aktie dran? Nee. Da auch nicht. Kann ich hier überhaupt den Bahnhof zweigleisig bauen? Doch, das würde gehen, dann machen wir das doch einfach. Und dann können die Züge da auch parallel halten. Das ist so ein Bahnhof, dann machen wir den einfach mal auch mal einseitig. Aber dann andersrum. Bahnsteig, Länge 4. Vorn die Kante und hinten der Prellbock. Achso, eben das Land erforderlich. So. Jetzt fehlen da nur noch die Signale. So. So ist der Zug ja gerade irgendwo unterwegs. Also zeigt er mir dort alle an. Oh. Nagahashi. Das ist, also er fährt dort hoch. Okay. Der fährt jetzt gerade dort unten lang. Plus eh eine Linie, hier fährt echt plus eh ein Zug. Dann trägt hier hoch weiter. Ist das wirklich so? Okay. Nee, halt, das ist falsch. Das muss hier hin. Ob
es durchgängig geht. Das zeigt dann immer, dass alles in Ordnung gewesen ist mit dem Bauen. So, das kann dann weg. Das kann dann weg. Und das passt. So, und schon haben wir den ersten längeren zweigleisigen Shinkansen-Abschnitt. Ach so, jetzt muss natürlich noch irgendwie hier. Ich glaube, reicht einfach bloß das Signal, ne? Und hier. So, dass er der einzige Zug ist, der im Moment lang fährt. Wenn hier mal mehr los ist, dann müsste man das wahrscheinlich nochmal umplanen. Und das Depot, das wieder, Depot falsch gebaut, hat man lange nicht mehr. Das Depot würde ich einfach Einfachheit halber mal dorthin stellen. Und dann würde ich das auch so machen, dass sie dann gleich hier rüberfahren können. Dass ich im Prinzip hier vorne auch schon entscheiden, welches Gleis die nehmen. So. Hier sind viele Passagiere drin, da lohnt sich das. Der wird dann auch Post mitnehmen. Würde ich mal vorschlagen. Das ist wirklich eine sehr schlechte Bewertung, da müssen wir was machen. Da kann dann sogar einer mit viel Kapazität fahren, der vielleicht nicht ganz so schnell ist. Wen haben wir da im Angebot? Sind dann hier auch 100 Passagiere drin? Ja. Und einmal Post. Und der pendelt jetzt einfach nur von hier nach dort unten. Da ist jetzt mal Geschwindigkeit nicht so wichtig. Da geht es eher darum, die Massen hier wegzukarren. Ihr seht auch hier schlechte Bewertungen in der Station. Was hat denn der für einen Verlust? Platz hier, wo der voll ist. Wo fährt denn der lang? Aotani. Oh, okay. Das verstehe ich natürlich.